Netflix jetzt einen weiteren neuen DSJ4-Video. Ja, habe ich mich gerade selber mein Intro versaut? Ja, wahrscheinlich, aber egal. Wie auch immer, wir sind wieder hier und wir sind im neuen Jahr. Willkommen im Jahr 2024 und in Garmisch-Partenkirchen, wie es so traditionell eben ist. Und wir starten heute mit einem Duell, nämlich Remo Imhoff gegen Daniel Czofenek. Schauen wir mal. Der Schweizer darf den Start machen. Durchaus solide mit 136 Meter, der war schon mal gut. Schauen wir mal, ob Czofenek hier nachziehen kann. Oder dadurch dann schon draußen ist, wenn er kürzer springt. Na, Czofenek springt definitiv kürzer, 131 Meter hier nur. Wird wahrscheinlich auch generell zu wenig sein. Imhoff damit im zweiten Durchgang. Nächstes Duell. Simon Ammann gegen Naoki Nakamura. Und Simon Ammann, der schaut hier sehr klasse aus, was er macht. 137,5 Meter. Nochmal eineinhalb Meter weiter als Imhoff. Sehr gut. Auch von den Punkten verglichen her zur Qualifikation. Also der könnte heute weit vorne mitspielen. Schauen wir mal, was Nakamura hier antworten kann. War auch gut, aber nicht so gut wie Ammann. Aber Nakamura kommt auch auf eine super gute Weite von 137 Metern mit 138,1 Punkte. Also ich glaube, wir haben schon mal einen Lucky Loser Platz besetzt. Würde ich sagen damit. Schauen wir mal weiter. Marius Lindwig darf jetzt gegen Pavel Vasek ran. Aber Lindwig kommt nicht wirklich weg. Das war wirklich ein linder Weg für ihn. Naja. Der war nämlich nicht besonders gewürzt, ne? Der Sprung nicht so besonders spicy, sondern eher lind. Naja, wie auch immer. Pavel Vasek jetzt. Wenn man seinen Witz erklären muss, war er schlecht, also war er schlecht, okay. Ich verstehe. Pavel Vasek gewinnt dieses Duell 134,5 Meter, Rang 4. Nächstes Duell, Kamil Stoch gegen Philipp Raimund. Letztes Jahr wäre das noch ein klares Blatt gewesen. Dieses Jahr wäre es eher Richtung Raimund gegangen. Wenn das in echt sich gespielt hat, dieses Duell. Hier 134 Meter, Rang 4. Solider 134er, würde ich sagen. Schauen wir mal, was Philipp Raimund raus hat. Der war auch sehr stark und geht stark Richtung grüne Linie. 137,5 Meter. Hat nochmal bessere Noten als Ammann und übernimmt die Führung. Stark, stark. Nächstes Duell. Stefan Laie gegen Eric Belshaw. Der heute seine ersten Weltcup-Punkte bei uns machen könnte. Schauen wir mal. 136 Meter für Stefan Laie. Durchaus solide. Schauen wir mal, was hier der US-Amerikaner rausholen kann. Bedingungen stehen gut, aber schauen wir mal. Ja, er gewinnt dieses Duell. 138 Meter sogar. Topweite nicht ganz von den Noten her dabei, aber Topweite gewinnt dieses Duell. Und macht auf jeden Fall seine ersten Weltcup-Punkte dadurch. Starker Sprung an dieser Stelle. Hat er schon in der Qualifikation ein bisschen aufgezeigt und hier hat er es dann bewiesen. Anti Alto gegen Johann André Vorfang, der schon ein bisschen sehr früh kommt und auch sehr früh landet. 129,5 Meter nur für Anti Alto. Das ist schade, denn der hätte da vorne wieder einen Angriff starten können, wenn Sundal ja nicht dabei ist. Aber es bleibt und macht die Tür natürlich für andere noch weiter auf dadurch. Vorfang gewinnt dieses Duell 136 Meter, Rang 6 an dieser Stelle. Kann man mal machen. Nächstes Duell, wieder in Schweiz gegen Österreich. Stefan Kraft gegen Kilian Payer. Und diesmal kommt Österreich zuerst. Ja, war nicht Fisch, war nicht Fleisch, schon 34,5 Meter. Die Noten sind gut, Rang 8. Schauen wir mal, was jetzt bei rauskommt, wenn Kilian Payer dran ist. Schaut auch nicht verkehrt aus. Kommt davon 34 Meter, hat auch zwar gute Noten, aber es geht sich nicht aus. Stefan Kraft gewinnt dieses Duell tatsächlich. So kann es auch gehen. Sergej Kachenko gegen Francesco Cecon. Muss ja immer nicht krass gegen krass sein, kann ja auch mal ein durchschnittliches Duell sein, sag ich jetzt mal.
Kachenko macht 132,5 Meter. Naja, ist jetzt auch nicht weltbewegend, aber gucken wir mal, was Francesco Chacon hier leisten kann. Muss man halt auch erstmal schlagen, ne? Das ist halt immer die Sache. Ja, macht der Italiener gut. 138 Meter haut er ganz locker raus und ist damit auf 1. Also der hat nicht so gut ausgeschaut, wie er im Endeffekt dann doch war. Also der Italiener führt jetzt hier mit diesem guten, guten Sprung. Shigajela gegen Andrea Camprega, der dann gleich nachher runter darf. Jela öffnet mit soliden 137 Meter. Kann man machen. Schauen wir mal, was jetzt Andrea Camprega raus hinterherballern kann, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, 134 Meter mit 132 Punkten ist im Moment nur Rang 5 in der Lucky Loser Wertung. Wird wahrscheinlich bald damit rausfallen. Schauen wir mal, Eton Nussiainen jetzt gegen Frederik Willumstad. Nussiainen ja auch in den Top 3 im Weltcup im Moment, da er letztens ja gewonnen hat. Ja, ist auf jeden Fall nicht clear. Er ist auf jeden Fall in Gefahr. 135 Meter, Rang 11 hier an dieser Stelle. Schauen wir mal. Aber als Lucky Loser wäre trotzdem noch immer gut positioniert. Schauen wir mal, was Frederik Willumstad hier rausspringen kann. Oder auch nicht. Willumstad nur 131,5 Meter, Rang 17. Da ist er auf jeden Fall weg auch. So, Ante Lanišek gegen Jan Hörl. Hochkarätiges Duell. In DSJ4, als das auch in echt wäre. Ja, Lanišek macht 136,5 Meter. Gute Noten, Rang 6. Erstmal hier an dieser Stelle, also nicht verkehrt. Schauen wir mal, was Jan Hörl herauskitzeln kann aus dieser Schanze. Der Absprung hat auf jeden Fall sehr, sehr gut ausgesehen. Aber das wird knapp. Es gewinnt dieses Duell an Ante Lanišek 0,5 Punkte vor Jan Hörl. Aber Jan Hörl ist damit bester Lucky Loser. Also auch keine schlechte Lage, in der man sich hier befindet. Muss mal angemerkt werden. Roman Kudelka gegen Shiro Kobayashi, aber Kudelka verpasst den Absprung komplett. Ja, 105 Meter ist dann nix. Und dann schauen wir mal, was Junshiro Kobayashi hier rausholen kann. Naja, der Sprung schaut auch jetzt nicht wirklich weltbewegend aus. Aber da Kudelka den Sprung so verschmissen hat, ist selbst ein Kobayashi mit 129,5 Meter dabei. Nun ja, oft passiert es halt. Das ist halt das Wunder des K.O.-Duells, sag ich jetzt mal. Kaspar Rivalto gegen Giovanni Bresadola. Walter gut unterwegs, 135 Meter, das Rang 13 an dieser Stelle. Da ist jetzt Eko mit Nussjönern. Schauen wir mal, was Giovanni Bresadola hier raushauen kann. Ja, der kommt ein bisschen sehr gerade raus. Ja, das bedeutet meistens, dass man dann runterklatscht und auch leider hier der Fall 130,5 Meter, Rang 22. Ja, damit ist er erstmal draußen und jetzt kommt Pius Paschke gegen Jefjen Marusiak. Was gelingt wem hier? Paschke macht den Start. Ja, scheint auch nicht gut zu gehen. Nur 128 Meter, das Rang 25 im Moment. Auch eigentlich ein gefundenes Fressen für einen Marusiak, der halbwegs in Form ist hier. Schauen wir mal. Ja, der ist auf jeden Fall weiter. Nicht weltbewegend, aber Rang 13 mal an dieser Stelle. Ja gut, schauen wir mal. Die vorne sind ziemlich eingefahren. Valentin Foubert gegen Piotr Schiller jetzt. Das nächste Duell. War gar nicht so verkehrt. War echt gut. 136 Meter ist auf Rang 7 damit. War ein guter Sprung. Schauen wir mal, was Piotr Schiller jetzt hier an den Start legen kann. Sch
Schiller macht auch einen sehr guten Sprung und gewinnt dieses Duell sogar. 136,5 Meter, Rang 6 an dieser Stelle und Foubert damit bester Lucky Loser, bester neuer Lucky Loser. Killian Pyre damit raus. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Daniel Vassiljev gegen Karl Geiger jetzt. Auch hier ganz solide, 134 Meter, Rang 21, also schlechte Weite ist es auf jeden Fall nicht. Wir müssen nur mal gucken, was Karl Geiger hier zusammenbringt. Der ist auf jeden Fall kürzer sogar und ist damit draußen. Vassiljev gewinnt dieses Duell gegen Karl Geiger. Da muss man auch ein bisschen den Wind loben, glaube ich, an dieser Stelle. Daniel Andre Tande gegen Muhammad Ali Bedia. Ja, der war zum Beispiel sehr stark von Tanda. 137,5 Meter ist Rang 5. War ein starker Sprung. Da muss man erstmal hinkommen. Muhammad Ali Bedia jetzt. Ja, das war nix. Da haben wir zu viel drauf gedrückt. 126 Meter, Rang 32. War nix. Tanda war weiter auf jeden Fall. Und zwar in einer sehr guten Position. Weiter geht's. Wladimir Zografski gegen Michael Heiberg. Ich glaube, das Duell hatten wir auch schon viele Male in vergangenen Jahren. Hier 135,5, Rang 19 für Zografski. Wäre fünftbester Lucky Loser, falls er verlieren sollte. Also noch dabei im Moment. Gegen Michael Heiberg, der hier aber auch Probleme hat und nicht wirklich weit kommt. 127,5 Meter, da ist Endstation für ihn. Nächster Springer, Andreas Wellinger gegen Gregor de Schwanden. Sehr hochkarätiges Duell. Ja, da fehlt doch einiges. 131,5 Meter, das Rang 30. Ja, das sollte man eigentlich erreichen, aber der Wind im Moment ist nicht besonders gut. Also dreht sich noch ein bisschen. Schauen wir mal. Gregor de Schwanden. Wird knapp. Aber es geht sich tatsächlich wegen den Noten aus. Er ist kürzer einen Meter. Aber die Noten entscheiden dieses Duell zugunsten von Gregor de Schwanden. Also auch ein kurioses Duell hier. Beide weit weg von den Weiten her. Aber einer musste gewinnen. Als ob keiner dieses Duell gewinnen wollte. Aber nun ja, so ist es gekommen. Weiter geht's mit Arti Aigo gegen Halvor Egner Granerød. Aigo auf 132,5 Meter mit Rang 25 an dieser Stelle. Naja, geht natürlich auch. Halvor Egner Granerød darf jetzt ran. Schauen wir mal. War in der Quali ziemlich gut unterwegs. Auch nicht wirklich guter Sprung. Und deswegen gewinnt dieses auch ganz knapp, aber doch Arti Aigo, dieses Duell. Ja, der Wind spielt dann doch eine Rolle hier. Manuel Fettner gegen Daniel Andre Kakina. Mhm. Fettner mit 133,5 Meter, das ist Rang 23 an dieser Stelle. Naja, da geht natürlich besser. Schauen wir mal, ob das Daniel Andre Kakina schaffen kann oder nicht. Qualifikation war auf jeden Fall sehr stark, aber jetzt ist da auch nicht wirklich viel drin, nur 127 Meter. Nächstes Duell, David Kubacki gegen Clemens Aigner. Naja, Kubacki auch ziemlich kurz hier unterwegs, 129 Meter, war auch nichts, aber im Moment gehen die Sprünge einfach nicht so gut wie noch am Anfang. Obwohl der jetzt wieder mal einer der Besseren war. Clemens Aigner kommt auf jeden Fall weiter mit 134,5 Meter, was im Moment Rang 19 bedeutet. Drei Duelle noch. Philipp Sakala gegen Robin Pedersen jetzt. Ja, Sakala macht mal Mindestmaß
131 Meter an dieser Stelle. Schauen wir mal, was Robin Pedersen zusammenbringt hier. Der natürlich heute sich mit einem Sieg zum Beispiel die Weltcup-Führung schnappen könnte. 138,5 Meter, das ist Rang 2, das ist auf jeden Fall mal die beste Weite in dem Durchgang. Und eine sehr gute Ausgangslage für den zweiten Durchgang. Und jetzt haben wir Alexander Schnieschol gegen Fatih Ada Ipcioglu. In diesem Duell. Auch Schnieschol. Sehr starker Sprung, 136,5 Meter, Rang 7. An dieser Stelle. Schauen wir mal, was der Türke hier macht. Auch sehr stark. Aber da fehlt noch ein Meterchen. Mindestens. Die Noten waren nicht ganz so perfekt. Deswegen Rang 15 für Ipcioglu und Rang 7 für Schnieschol. Aber Ipcioglu ist der viertbeste Lucky Loser und wäre dabei im Moment. Aber es ist Eco mit Stefan Leier. Also könnten sein, falls sich da noch einer reinzwängt, Alex Insam oder Rio Jakobic, dass wir 31 Teilnehmer im zweiten Durchgang haben. Wir werden sehen. Alex Insam darf dieses Duell eröffnen. Der hier eigentlich nichts von Wert hinlegt. 127 Meter. Und der letzte, der jetzt hier runter darf, ist Ryoyo Kobayashi. Schaut auch nicht verkehrt aus, was er macht. Aber auch nicht der beste Sprung, den er hatte. 133 Meter nur. Das ist Rang 27 an dieser Stelle. Aber wir wissen ja, dass ja auch ein paar nach 30 sich noch qualifiziert haben. Das heißt, er müsste hochgerechnet 25. sein. Nun ja, schauen wir mal, ob das so stimmt. Genau. Mal schauen, wie es im zweiten Durchgang läuft. Francesco Ceccon führt überraschend vor Robin Pedersen und Philipp Raimund. Vierter ist Simon Ammann, fünfter Erik Belscher. Also schauen wir mal, waren viele am Anfang sehr, sehr stark. Der Konstanteste wird hier gewinnen. Und wir sehen uns dann den Durchgang jetzt gleich an. Ich wollte die Folge beenden. Ich meine, hallo. Wie komme ich denn jetzt dazu? Schauen wir mal. Weiter geht's natürlich. Ich dachte kurz, dass die Qualifikation ist. Und Junshiro Kobayashi eröffnet diesen. Der hier auch nichts wirklich Großartiges beizutragen hat. 116 Meter an dieser Stelle. Pünktchen nimmt er mit, aber mehr halt auch nicht. So, jetzt direkt Gregor de Schwanden. Der es im Duell auch nur ganz, ganz knapp gewonnen hat und trotzdem nur 29. ist. Da wollte irgendwie keiner weiter. Jetzt zeigt er mal einen besseren Sprung. 35,5 Meter hat er hier hingelegt. Und es geht gleich direkt weiter. Zack auf Zack. Ati Aigro. Schlag auf Schlag. Zack auf Zack. Naja, wie auch immer. Fast dasselbe. Aigro mit 136 Meter und sehr guten Noten. Das ist wiederum Rang 1 und ja doch, 6,5 Punkte Vorsprung. Schauen wir mal, das könnte mehr wert sein als nur eine Position. Daniel Vassiljev, der kommt auch höher raus, macht es aber nicht durchaus weiter, 133 Meter jetzt an der Stelle. Ja, und ist auf Rang 2. Manuel Fettner darf jetzt runter. War auf Rang 26. Ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. 136 Meter auch hier. Trotzdem 0,2 Punkte hinter Ati Aigro. Kann mal passieren. Ryoyo Kobayashi kommt jetzt schon dran. Er wird zwar im Gesamtweltcup ein paar Punkte aufholen, aber auf jeden Fall nicht dafür und knapp hinten dran kommen. 136 Meter, da waren viele 20er, habe ich gesehen, aber nicht vollkommen nur 20er. Trotzdem ist mal eine Verbesserung und wir werden sehen, wohin es ihn spülen kann. Pavel Vasek. Ja, 133 Meter an der Stelle. Das ist nur Rang 5. Da fehlt auch ein paar Punkte auch. Also man muss auch zu der Weite noch eine sehr gute Landung hinlegen, wenn man hier und heute gewinnen möchte. So viel sei gesagt. Wladimir Zograwski. Der war stark. 138,5 Meter. Noten sind gut. Über den Durchschnitt auf jeden Fall. Und er ist nochmal 5 Punkte vor dem Ryoyo Kobayashi. Das ist schon eher, wovon wir reden. Heute, aber ich glaube, wir müssen über 82 Punkte kommen, dass man hier vom Podium sprechen könnte.
Clemens Zeigner, schon in der Luft. Punkte wird er heute machen. Sonderlich viele werden es nicht sein. Aber dabei war er und ist auf Rang 5. Ja, gut. Nächster Springer, Kaspar Rivalto. War auf Rang 19 nach Durchgang 1. Und belegt jetzt mal zwischen Rang 3. Gut. Weiter geht's mit Jefjen Maruschek. Jetzt sind 10 Leute unten. Gab anscheinend ein paar 19. Maruschek hat auch ein Potenzial, wenn er weit nach vorne kommt, dass er eventuell in die Top 3 eingreifen kann. Aber es geht sich nicht aus mit einer Führung. Trotzdem 137,5 Meter. Das ist Rang 2 im Moment. Muss man halt auch erstmal hinkommen. Eto Nusen. Finn geht dasselbe. Auch stark. Aber geht sich auch wiederum nicht aus. Aber Rang 2. Er bleibt immerhin vor seinem direkten Punktekonkurrenten hier für Moroschak. Das für ihn wichtig. Stefan Kraft, der kommt leicht schief raus aus dem Ganzen. Und deswegen landet er bei 133,5 Meter und die Noten waren auch nicht gut, deswegen nur Rang 11. Also es sind nur ganz wenige Punkte, die er heute mitnehmen kann. Trotz des guten Sprungs eigentlich. Johann André Vorfang schon unterwegs. Oh, der war sehr stark. Das waren 139,5 Meter. Und jetzt können wir schon mal anfangen, von dem Podium zu reden bei ihm. Denn der war sehr, sehr stark, der Sprung. Der war echt stark. Und es sind noch immer 15 Leute oben. Fadi ab. Ala Ipchuklo, meine Güte. Reden ist halt schwierig manchmal. Besonders wenn es 5:30 Uhr morgens ist. Nun ja. 131,5 Meter, Rang 10. Der ist Lucky Loser, der auch hier teilgenommen hat an diesem Durchgang. Weiter geht's mit Stefan Leier. Nun, das war auch nix. Nur 127,5 Meter. Das Rang 15. Naja. Zwei Pünktchen sind zwei Pünktchen. Remo Inhoff. Hat sehr, sehr vielversprechend ausgesehen, aber die letzten Meter haben ihm gefehlt in der Luft. Trotzdem geht es sich aus für Rang 3. Knapp aber doch. Naoki Nakamura war auf Rang 13 nach Durchgang 1, hat einen sehr guten Sprung. Kann er das wiederholen, ist die Frage. Stark. Rang 2 mit 138 Meter. Geht sich nicht für die Führung aus, aber für Rang 2. Starker, starker Sprung auch hier. Jan Hörl jetzt. Ja, da fehlen auch einige Meter. Rang 9 an dieser Stelle, Rang mit 134 Meter. Valentin Foubert, der macht auch seine ersten Weltcup-Punkte und war sogar auf Rang 11 nach Durchgang 1. Kann er da mithalten oder fällt er da zurück oder was macht er? Ja, auf jeden Fall war er nicht schlecht. 135,5 Meter, super Noten. Rang 4, da macht er tolle Punkte heute. Ante Lanišek darf jetzt ran. Das Ganze und ist auch gut in der Luft. Mal gucken, was die Weite sagt. Ja, die Noten waren wahrscheinlich bei der Landung auch nicht top. Nee, 135,5 Meter reicht dann doch nur für Rang 8, da auch die Haltungsnoten dann im Endeffekt nicht da waren. Wir sind schon in der Top 10 mit Piotr Schiller. Nämlich auf Rang 9 war er auf Durchgang 1. Da wird er aber zurückfallen. So weit auf Rang 15. Nur 130,5 Meter an dieser Stelle. Gut, Rang 8 nach Durchgang 1 war Shiga Yela, der hier auch gut geschossen hat. Braucht auf jeden Fall eine ähnliche Weite wie im ersten Durchgang. Ja, das hat er nicht. 135 Meter, wiederum Rang 8. Also ja, Vorfang, der liegt schon gut vorne, muss man halt auch sagen. Alexander Schnieschall jetzt war auf Rang 7 nach Durchgang 1. Kommt gut runter und belegt Rang 2 mit 137,5 Meter. Knapp aber doch. Vorfang noch immer gut vorne mit ungefähr 2 Punkten.
Daniel André Tander jetzt. Jetzt sind wir in dem Bereich, wo er die Punkte verdoppeln würde, dann die Führung übernehmen würde. 138 Meter, Rang 2. Also doch nicht ganz, weil sonst hätte er jetzt die Führung übernommen. So nicht. 0,5 Punkte hinter Vorfang. Doppelnorwegische Führung jetzt. 5 nach oben. Erik Belschow, der heute auch seine ersten Punkte machen wird. Und wie oft wir schon einen Quereinsteiger hatten zum Sieger. Heute aber keiner dieser Tage. Trotzdem starker 9. Rang. Da kann man sich nicht beschweren. 4 noch. Simon Ammann. Lang ist her, dass er mal gewonnen hat bei mir. Schauen wir mal, ob es heute wieder eventuell passieren könnte. Aber dafür war er, glaube ich, zu wackelig beim Absprung. Und ja, die Weite ist dann auch nicht so gut. Rang 12 trotzdem wieder mal ein gutes Ergebnis für ihn. 3 noch. Philipp Raimund jetzt. Der hier auch nicht das ummünzen kann, was er im ersten Durchgang aufgebaut hat. Nur Rang 22. Und jetzt kommt noch ein Norweger und ein Italiener. Zwei Norweger auf jeden Fall am Podest. Robin Pedersen hat da auch nicht wirklich die Weite, die er haben möchte. Nur Rang 17. Und naja, Vorfang vor Tanne und Schneescholl. Und einer nach oben. Und nämlich, das ist Francesco Ceccon. Das war auch nicht schlecht, aber geht sich das für was aus? Nein. Rang 6 mit 134,5 Meter. Das war dann doch nichts. Trotzdem eine gute Positionierung. Aber Johann André Vorfang gewinnt hier dieses Springen mit Topweite. Danach Daniel André Tande auf Rang 2 mit zwei konstanten Sprüngen. Und das hat ihn auf Rang 2 gebracht. Rang 3 geht dann an den Vorjahres-Weltcupsieger Alexander Schneescholl. Auch ein nettes Springen. Etonussian wieder in Top 10. Also der hat auch zwei starke Sprünge hier in der Vierschanztournee schon gemacht. Das ist das Ergebnis. Ich exportiere mal die Stats. Vielleicht mache ich ja eine Gesamtwertung oder so. Von der Vierschanztournee, von den ersten 30 zumindest. Nun ja, gucken wir mal weiter, was es im Gesamtweltcup ausmacht. Daniel André Tande übernimmt mit dem zweiten Rang hier die Gesamtweltcupführung. Auch interessant, vor Christopher Eriksen Sundahl jetzt und Etonussen. Rang 4, ebenfalls Norweger mit noch immer Robin Pedersen. Fünfter jetzt Alexander Schneescholl. Ja, und dann Vorfang schon auf 7. 4 Norweger in den ersten 7. Das ist krass. Aber so ist das. Und keine Österreicher in den Top 10, das haben wir auch schon ewig nicht mehr. Die sind nämlich alle hier, so um die 30 rum. Naja gut, es haben noch zwei Springer keine Punkte gemacht. Schauen wir mal, wie es nächstes Mal weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Da sehen wir uns dann in Innsbruck. Ja, wird spannend. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Silvesterabend gestern. Und hoffentlich seid ihr heute gut in den Tag gestartet und ins neue Jahr. Also, wir sehen uns in Innsbruck wieder. Bis dahin, springt schon brav weiter.